Na, ihr Nudeln? Willkommen zurück, meine lieben Freunde der indischen Brotsuppe. Wir gönnen uns jetzt die neuen Qualifikationen 6 bis 10. Drei Namen davon kennt man ja schon, ne? Also M-Dog, Chillis und Last und Dr. Lukas. Frank, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal nach der release-freien Folge durch. Also M-Dog bis Dr. Lukas so in der Reihenfolge, ne? Ach ja, und wenn ihr Lust habt, mich auf dieser JMA-Reise zu verfolgen, dann denkt gerne dran, den Kanal zu abonnieren, denn ich werde jetzt regelmäßig darauf reagieren, auf den JMA-Content. Und Shoutout an Jay, der hat nämlich unter meinem letzten Video kommentiert, war auf jeden Fall sehr süß. Und ja, das wollte ich nochmal kurz einwerfen. Jetzt geht's aber weiter. Wir fangen jetzt mit M-Dog an. Der wäre so ein bisschen als krasser Rapper bekannt, sag ich mal. Also, es war so einer der in Anführungszeichen härtesten Rapper, die wirklich full-on gerappt haben. Und nicht noch so ein bisschen viel Melodik dazwischen. Also, wenn ich mich recht erinnere. Und sowas ähnliches erwarte ich wieder. Und ich erwarte, dass er wieder so ein bisschen diese Rap-Sparte füllt. Und ja. Mal gucken, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. Ja, der Weg bis nach oben voll synthetischer Drogen. Vor Garten Eden steht ein Schild mit Betreten verboten. Alles so fern von synthetischer Drogen. Vor Garten Eden steht ein Schild, Betreten verboten. Man merkt direkt wieder Rap. Nach oben voll synthetischer Drogen. Vor Garten Eden steht ein Schild mit Betreten verboten. Alles so fern von der Kernessenz. Träumen vom Stern am Benz. Ich enthaupt euch, Rap hat mir ein Schwert geschenkt. Ihr seid am Ende, das ist der Anfang für mich. Dieses Gefühl, als ob die Bitch grad mit einem anderen fickt. Dieses Gefühl, als hält dich um dein Hals eine Schlange im Griff. Andere Sicht, der Panzer bricht, werft den Anker vom Schiff. New School und Classic, Hartz IV und Drug Money. Eiskalte Welt, doch will wissen, was du machst, Honey. Immer auf Bugs Bunny, immer unter Strom. Was eigenes auf the Bone, sind die Kinder nicht mehr gewohnt. Bin der Ursprung der Realness, ich bulletproof, aber resistent. Die Vorteile fallen, sobald du mich besser kennst. Erinnere mich nur an die Pausen, hab den Rest verpennt. Mein Messer glänzt, falls das Leben wieder fester brennt. Ja, die Dogs sind auf Handzeichen. Boah, krass. Geht in die Richtung, die ich erwartet habe, aber sehr gut, auf sehr hohem Level. Auch technisch gesehen wieder sehr stark. Boah, überzeugt bis jetzt. Überzeugt auf jeden Fall. Leben wieder fester brennt. Ja, die Dogs sind auf Handzeichen, suchen und angreifen. Bis sie meinen Namen an jede Wand zeichnen. Bin kein Traumtänzer, ich bin am Tag träumen, Stein in das Schaufenster. Ich muss krass und mein Ticket in die Hölle und der Flieger ist da. Okay, 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 Moment, ich muss noch mal kurz, ich geh noch mal vor die Hook. Fenster, ich muss krass und mein Ticket in die Hölle und der Flieger ist da. Egal wo lang, ich stand immer auf einer schieferen Bahn. Es gab Zeiten, da war niemand mehr da. Ich war heartbroken, hab zu viel für Liebe bezahlt. Und mein Ticket in die Hölle und der Flieger ist da. Egal wo lang, ich stand immer auf einer schieferen Bahn. Es gab Zeiten, da war niemand mehr da. Ich war heartbroken, hab zu viel für Liebe bezahlt. Zeig kein Gesicht, ich bin leidenschaftlich desinteressiert. Ja, die Hook, boah. War immer noch eine Rap-Lastik-Hook, bisschen Melodik drin, das ist auf jeden Fall nice, also ich bin schon Fan von Melodik und sowas, auf jeden Fall. Also wenn wirklich durchgehend gerappt wird, dann müssen die Zeilen halt auch stimmen und bei den meisten stimmen sie nicht. Also bei meisten, viele rappen einfach langweilige Texte und wenn die dann nur rappen, dann ist halt meiner Meinung nach langweilig. Also so Kollege ist so einer der Ausnahmen, die können wirklich nur rappen und ich feiere es trotzdem, weil die wirklich, die überzeugen da textlich. Aber das, bis jetzt ein sehr gutes Paket, wirklich, echt gut. So ein bisschen was Rapido bei mir, so ein bisschen Rapido hat... Bei Rapido hat irgendwas gefehlt, finde ich, in der ersten Quali. Und ja, ich weiß, einige werden da nicht zustimmen, glaube ich. Einige haben es, glaube ich, gefeiert. Aber hier überzeugt es auf jeden Fall mehr das Rap-lastige. Der hat auf jeden Fall, auch textlich gesehen, finde ich, ist ein bisschen... Es kommt, finde ich, ein bisschen fresher rüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also er überzeugt bis jetzt echt gut. Es gibt Zeiten, da war niemand mehr da. Ich war heartbroken, hab so viel für Liebe bezahlt. Sag kein Gesicht, ich bin leidenschaftlich desinteressiert. Und nimm den Kampf auch an, wenn ich weiß, dass ich Treffer kassiere. Wer ist besser als wir? Wer ist besser als ich? Zeig mir ein und ich zeig dir, wer der Beste hier ist. Ich hab den Messer im Blick und fühl den Vibe schon vom Weiten. Bin Dämonen gewohnt, doch wenn sie's leicht übertreiben. Ja, mein Bleistift am Qualmen wie die Reifen der Karre. Den meisten Shit, den ich hier seh, ist nur eine reine Attrappe. Verfluche Geld, doch ich komm leider nicht weit ohne Patte. Ey, und glaub, dass ich mal irgendwer zum Scheitern verdammt. Und komm auch allein klar, doch wie... Was sind das für Anime-Einspieler? Ich muss sagen, ich schaue ein bisschen Anime, aber ich bin jetzt kein krasser Anime-Typ. Aber da sind ja echt schon viele Einspieler drin, so. Aber ich glaube, ich kenne ihn nicht, den Anime, den da hier die ganze Zeit einblendet. Vielleicht sogar sind es mehrere, keine Ahnung, aber... Ja. Sagt mir jetzt gerade erstmal nichts. Aber ich schaue auch nicht so aktiv Anime, so muss ich sagen. Ich habe eine Zeit lang mal echt aktiv geschaut, so, aber wirklich aktiv Anime schauen frisst so viel Zeit. Deswegen mache ich das zurzeit nicht. Klar doch, wie lange tiefschwarze Schieflage? Was meinst du, was ich auf der Street mache? Tiefschwarze Schieflage, was meinst du, was ich auf der Street mache? Ja, Rapper. Einfach Rapper. Mache. Ich brauch das, was ich nie hatte. Doch wer wacht zwischen Hass und der Speed?
verpasse. Die Menschheit ist unheilbar krank, doch bring das Ding hier locker unter einer Stunde an, Mann. Okay. Dann hier noch die Bridge jetzt gleich rüber zu Hook. Ist echt ein gutes Gesamtpaket. So gerade für die Quali schon ein sehr gutes Level. Krass. Bis sie meinen Namen an jede Band zeichnen. Bin kein Traumtänzer. Ich bin am Tag träumen, Stein in das Schaufenster. Ich muss krass. Mein Ticket in die Hölle und der Flieger ist da. Egal wo lang, stand immer auf einer schieferen Bahn. Es gab Zeiten, da war niemand mehr da. Ich war heartbroken, hab zu viel für Liebe bezahlt. Und mein Ticket in die Hölle und der Flieger ist da. Egal wo lang. Man auch in der Hook hört man noch so den Anfang, rappt er normal und dann am Ende der Zeile so klassisch, wie teilweise auch in Parts, hört man so die Doubles, also die extra Vocal Layers, die da reinkommen. Das ist geil gemacht, so richtig gutes Gesamtpaket. Gutes Rap-Gesamtpaket mit bisschen Melodik und so in der Hook. Nice. Es gibt Zeiten, da war niemand mehr da. Stark. So viel für Liebe bezahlt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Bro. Bro, Bratans, Bratinas, Braturas, Bres, Bros und so weiter und so fort, was es alles noch für Wörter gibt. So, direkt Like, kann man direkt so abhaken. War stark. Guter Kandidat. Kommen wir direkt zu Matters. Viel mehr braucht man nicht sagen. Matters kenne ich nicht. Direkt zum nächsten. Weiter geht's. Oh, schon leicht, irgendwie schon fast direkt melancholisch so. Könnte was werden, so ich hoffe, also das musikalische Klangbild, so das jetzt hier vom Beat gesetzt wird, ist schon mal gut. Mal schauen. Okay, Drill? Was kommt denn jetzt? Wie konnte ich denken, du änderst dich nur für mich? Ich dachte, ich kenn dich, ich kenn dich, ich kenn dich nicht. Pretendest, du bist ein Engel, doch ständig veränderst du dein Gesicht. Ich hab dir jede fucking Story geglaubt und viel zu oft auf ein Sorry vertraut. Lass alles stehen und liegen, gehe durch die Tür und mach sie hinter mir zu. Lonely sein ist nicht easy, ich bin nicht dafür gemacht. Wie viele Nächte bin ich schon wach? Ein melancholischer Beat mit relativ ordentlichen Drums, drillmäßig und ein melodischer Sänger. Das ist auch eine coole Kombo irgendwie. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Bis jetzt kann ich noch nicht so viel sagen. Es klingt auf jeden Fall interessant. Es sticht schon mal ein bisschen aus der Masse heraus. Es ist nicht so 0815, man weiß direkt, was kommt. Wie bei, wie gesagt, ich will niemanden bashen, so, aber es gibt so klassische 90 BPM Street Rapper, so, die einfach 0815 Zeilen rappen und rumheulen, dass die Leute keinen Rap mehr hören. So nach dem Motto. Und die klingen halt relativ wack. Und auch, man hat es halt schon gefühlt 100 Mal gehört, deswegen, das klingt cool. Melodischer Rap auf einen interessanten Drillbeat, Fragezeichen. Oder eher melodischer Gesang, so jetzt eher weniger Rap, eher Gesang. Kann man noch nicht so gut beurteilen, ich will nicht zu früh urteilen, deswegen, ich lasse noch ein bisschen laufen. Lonely sein ist nicht easy, ich bin nicht dafür gemacht. Wie viele Nächte bin ich schon wach? Ich hoffe, eine wie sie kommt mir nicht nochmal und das Dach. Kein Plan, ob das klappt. Lonely sein ist nicht easy, ich bin nicht dafür gemacht. Wie viele Nächte. Das ist auch irgendwie cool, dieses Weihnachtsmarkt-Video so. Also irgendwie, da treffen ganz verschiedene Welten aufeinander. Dafür gemacht. Wie viele Nächte bin ich schon wach? Ich hoffe, eine wie sie kommt mir nicht nochmal und das Dach. Commitment und Trust Issues. Juck mich nicht, was du tust. Ob du mich callst oder schreibst, wie's mir geht. Ja, du hast es oft versucht. Glaub mir, ich hab genug. Lass mich allein, es wird Zeit, dass ich leb. Dich zu verlieren war das Beste, was mir je passiert ist. Warum hab ich dir so lang vertraut? Jetzt schickst du riesige Texte, meistens lese ich sie nicht. Ah, doch, es ist ein bisschen Rap. Es ist so ein bisschen Rap-Pop. So ein bisschen, wie Crow früher gesagt hat, Rayop. Sehr melodisch, sehr interessant. Sehr interessant. Lang vertraut, jetzt schickst du riesige Texte, meistens lese ich sie nicht. Dafür hab ich viel zu lang gebraucht. Lonely sein ist nicht easy, ich bin nicht dafür gemacht. Und dann hier hat man noch in der Hook so diese Topic, diese, wie sagt man, diese Topline. Da hört man die Topline und dann kurz danach hört man so nochmal sehr gedrückt, sehr gefiltert, ein Teil der Line nochmal, so ein bisschen im Hintergrund. Das ist auch eine geile melodische Spielerei hier. Lonely sein ist nicht easy, ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin nicht dafür gemacht. Und dann kurz, und dann, wenn die Zeit nicht mal ganz vorbei ist, kommt er schon wieder nächsten. Wie viele Nächte bin ich, sein ist nicht easy, ich bin nicht dafür gemacht. Wie viele Nächte bin ich
nicht nochmal untersagt. Kein Plan, ob das klappt. Lonely sein ist nicht easy, ich bin nicht dafür gemacht. Wie viele Nächte bin ich schon baff. Geil, Mann. Klingt cool. Kommt mir nicht nochmal untersagt. Cool, und dieses Weihnachtsvideo irgendwie auch, da treffen so Welten aufeinander, das ist echt wild. Das ist echt wild gemacht. Also dieses Weihnachtsmarktvideo hier, diese Szenen, Apfelwein. Das ist schon, Alter, das ist, nicht gut bewertet, Alter, aber ist zu erwarten, so, no front. Ist irgendwie zu erwarten. Kam, ja. Ja, ich gebe auf jeden Fall ein Like. Lass mich da hier jetzt auf jeden Fall nicht hier von den bisschen Dislikes hier blenden. Ja, fast 10, na, 8-9% Dislikes vielleicht. Ganz grob gerechnet, leicht aufgerundet so. Aber, ja, war cool. Der traut sich was, der Junge. Der traut sich was. Da bin ich immer Freund von. Perfekt. Madders? Ich weiß nicht, ob er Favorite wird diese Woche, aber er traut sich was. Er hat interessanten Sound. Er hat auf jeden Fall eine gewisse Musikalität, die er vorweisen kann. Da bekommt er auf jeden Fall ein Like von mir. So, und dann geht's nämlich. Da machen wir hier keine halben Sachen, sag ich mal. Wir kommen direkt zum nächsten neuen Cavelli. Cavelli? Wahrscheinlich eher Cavelli. Das klingt cooler. Mit Suicide. Okay. Wird es jetzt so ein depressiver Track vielleicht? Oder auch nicht? Oder doch? Oder sagt er, wenn ich mit euch fertig bin, dann macht ihr Suicide oder sowas? Gegen mich konnte der Teufel nicht gewinnen. Ich hab Feuer in der Stimme, breites Kreuz und treuer Wille. Ungebrochen, rechne ab mit dem ganzen Rest. Ich weiß, das wird ein harter Test. Doch werde bald zum Deutschraps Quarterback. Für immer eine Like-Figur. Pay dues und bleibe stur. Zeit ist für mich relativ, denn ich trage keine Uhr. Geil, Zeit ist für mich relativ, denn ich trage keine Uhr. Es gibt ja viele so, oh, ich hab keine Zeit, deswegen trage ich hier die Rolex. Und er, Zeit ist für mich relativ, deswegen trage ich keine Uhr, so, na, kein Problem. Bleibe stur, Zeit ist für mich relativ, denn ich trage keine Uhr. Hat auch eine gewisse nice Arroganz hier, ganz cool. Immer eine Leitfigur, pay dues und bleibe stur. Zeit ist für mich relativ, denn ich trage keine Uhr. Du kleiner Kiezstricher, schieße, bleib mit Ziel sicher hier in meiner... Du kleiner Kiezstricher, Ziel und bleibe, was, schieß und bleibe zielsicher? Du kleiner Kiezstricher, schieße, bleib mit Ziel sicher hier in meiner Sin City gibt es einen Schiedsrichter oder okay. Einen Mietnister. Sag es deinen Anwalt, denn wenn Cavelli kommt, seid ihr sicher, dass der Bass knallt. Rapper sind nur Abfall, ein Diss-Track und sie weinen wieder. Siehst du mich, dann wechselst du die Seite wie ein Geigenspieler. Ich komm von unten aus der Dunkelheit, ihr wollt, dass ich hier unten bleib. Doch selbst in Runde 2 bin ich die Nummer 1 und unerreicht. Nur ein kleiner Funke bleibt, dann wird aus einem stummen Schrei die Wumme. Meine Feinde beginnen freiwillig, da du es seid. Oh, wie kommt der die Hook rein? Bleib doch selbst in Runde 2 bin ich die Nummer 1 und unerreicht. Nur ein kleiner Funke bleibt, dann wird aus einem stummen Schrei die Wumme. Meine Feinde beginnen freiwillig da Suicide, denn sie wollen, dass ich jetzt aufgehe. Bleib nie wieder sitzen, ich muss aufstehen. Suicide, es könnte sein, dass ich jetzt draufgehe. Doch es lohnt sich, weil ich meinen Traum lebe. Suicide, denn sie wollen, dass ich jetzt wegbleib. Meine Songs bedeuten für euch Endzeit. Suicide, keine Gnade für die Menschheit. Der Valley, weil auf Ewigkeit mein Rap bleibt. Ich komm von unten. Boah. Der kam mächtig in die Hook rein, Junge. Der Einstieg, der war echt böse. Ohne groß Übergang oder so, bam, reingeknallt. Und ja, ich habe am Anfang gesagt, entweder sowas Depressives oder die Feinde begehen zu sein, wenn er mit denen fertig ist. In die Richtung geht's auf jeden Fall. Das ist cool. Ich habe mir auch schon gedacht, so, oh, hoffentlich wird die Hook jetzt nicht so ein langweiliges Ding, weil das wäre jetzt belastend, sag ich mal. Aber das war echt, das war brachial. Das war brachial, Alter. Boah, komm, wir gehen noch ein bisschen zurück hier. Okay, komm. Durch Endzeit, Suicide, keine Gnade für die Menschheit, der Valley. Nach oben wie ein Uppercut-Schlag und bleibe der Typ für immer, der nie einen Motherfucker gab. Die Vergangenheit zeigt mir, dass man nichts bereuen soll, denn wann die Taschen leer, gebe ich alles und mach sie heute voll. Gegner bleiben Ungeziefer, ich bin der Kammerjäger, Punch auf dein Unterkiefer, du tanzt in Macarena. Du bist zum Abschluss freigegeben, weil am Abgrund keiner redet. Ist eine ganz normale Regel. Es ist unwichtig, wer du bist, ob Deutscher oder Kappnacke. Jeder weiß seine Tat, Waffe ist eine Art Trappe. Wenn es sein muss, rapp ich wieder in einer Zwangsjacke. Denn keiner da draußen wird jemals verstehen, bevor ich Angst hatte. Das waren gerade so kleine Triolenansätze oder so? Wenn es sein muss, rapp ich wieder in einer Zwangsjacke. Denn keiner da draußen wird jemals verstehen, bevor ich Angst hatte. Ich komm von unten aus der Dunkelheit. Ihr wollt, dass ich hier unten bleib. Doch ich bin seit Stunde 1 unerreicht. Das wundert kein. Meine Feinde humpeln heim. Schieße in euch Notenblei. Bis die letzte Luft entweicht. Sie begehen Suicide. Denn sie wollen, dass ich jetzt aufgehe. Bleib nie wieder sitzen. Ich muss aufstehen. Suicide. Es könnte sein, dass ich jetzt draufgehe. Doch es lohnt sich, weil ich meinen Traum lebe. Suicide. Denn sie wollen, dass ich jetzt wegbleib. Meine Songs bedeuten für euch Endzeit.
Schalke Valley, weil auf Ewigkeit mein Rap bleibt. Suicide. Boah, krasses Ding. Ziemlich brachialer Sound hier, muss man sagen. Auch sehr stark. Sehr starke Woche bis jetzt. Boah, das wird schwer, da meine Favoriten zu sagen, Alter. Boah, das war auch ein starkes Ding. Naja, wir gucken direkt mal weiter. Boah, das ist echt eine gute Woche, Alter. Oh Mann. Letzte Woche hatte ich so zwei Leute, die ich relativ gut fand. 2 bis 3. 2 Highlights. Wird schwer diese Woche. Wird echt schwer. Jetzt kommen Chillis und Lars mit Grey Goose. Okay, komm. Boah, gute Woche bis jetzt, ey. Ah, das wird schwer. Jeder deiner Schritte wie ne Choreo. Du bist Juliette und ich bin Romeo. Dein Auftritt so smooth, ein Blick, der sich trifft und dann kauf ich den gut. Ich bahn mir den Weg durch diesen Clubfloor, weil dein Arsch sich bewegt so wie im Softboard. Du bist heiß so wie Baby, Baby. Und ich weiß, was dir fehlt, doch bin kein Doktor. Sound im Schein vom Moment. Kommt jetzt schon die Hook oder was? Softboard. Du bist heiß so wie Phosphor. Und ich weiß, was dir fehlt, doch bin kein Doktor. Sound im Schein vom Strobolicht. Du bist ausgezeichnet, Kolorist. Bin im Trance von deiner Body. Denn mein Auge bleibt da, wo du bist. Du, wenn du Bock hast. Ich hab bisschen Goose an der Klappe. Deine Moves so wie Rockstars. Und die Mut, das dann top nach. Du schaffst von you, babe. Auf deine Moves. Warte, eben die Bridge und jetzt kommt die Hook. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Auf deinen Moves. All Eyes on You, das finde ich ein geiler Einstieg. Was? All Eyes on You, auf deinen Moves. Ah, das finde ich nicht ganz so ästhetisch, muss ich sagen. Ich bin da schon so, ich will nicht sagen, ein kleiner Nerd, was das angeht, aber es gibt so einige, die so eine Mucke machen, die haben, finde ich, so eine sehr nice Wortwahl, die immer oder oft sehr ästhetisch klingt. All Eyes on You, auf deinen Moves. Na. Ah, da hätte man, glaube ich, mehr draus machen können mit einer anderen Wortwahl. Klingt irgendwie, vielleicht growt man das auch noch. Und also growt man da drauf so im Sinne von, wenn man 2-3 Mal hört, dann fühlt man das All Eyes on You auf deinen Moves. Aber jetzt beim ersten Mal hören klingt es ein bisschen, ah, weiß nicht so ganz. Ja. Ja, ist aber nicht schlecht. Mal schauen. Check dein Fashion und der Blick, Babe. Und ich check's den Bombe-Gin straight. Sie will den Vodka mit Grapefruit. Ich bin nur Smalltalk, wenn Fake News. Shampoos eisgekühlt, tanz mit Feingefühl. Krass, die Zeit verfliegt, als gäb's Time Machines. All eyes on you, wenn der Beat droppt. Dein Body so smooth, bin im Sweet Spot. Fuck, über Smile in mein Outfit ist fresh. Und die Party geht steil wie der Mount Everest. Baby, frag mich doch gleich noch zu Hause nach Sex. Weil dein Arsch ist so geil, ey, die Frau ist perfekt. Der Blick in den Augen ist anders. Man richtet sie aus, ich will charmant. Das Video performt, wie trocken er das hier performt. Arsch ist so geil, ey, die Frau ist perfekt. Der Blick in den Augen ist anders. Man richtet sie aus, ich will charmant. Das ist hier kein Traum, Coffee Drinks in der Lounge. Baby, trinkst ihn noch aus und dann noch voll. Auf deinen Moves, ey, sowas wie, ah, ich weiß nicht, vielleicht sowas wie, aber das wäre auch da ein bisschen hingezweckt und gebogen, ne? All Eyes on You, irgendwas mit Movies, aber es wäre dann, na, ich weiß, schwer, da Wörter zu finden, die da gut ästhetisch reinpassen. Vor allem, weil das so ein bisschen Deutsch und Englisch gemixt ist, so, da hätte er vielleicht auf Englisch bleiben können und was Englisches noch dranhängen können, All Eyes on You und dann noch eine englische Zeile und dann auf Deutsch. Was geht jetzt ab? Nochmal Hollywood-Einlage oder was? Komm, zeig mal, was du drauf hast. So, ja, doch, genau. Ich komm dann nochmal gleich hoch. Leon.
Niklas scharf im Bild. Das ist er jetzt, ne? Kamera hinter der Bar. Niklas steht mit dem Rücken zur Bar. Die ist egal. Wir haben es geändert. Wodka mit Grapefruit. Mach nochmal die Wodka mit Grapefruit-Szene von hier. Okay. Ich dachte, es kommt nochmal irgendeine witzige Hollywood-Einlage. Und dabei war das gerade einfach nur recht trocken hier. Der hat uns gezeigt nochmal seine ich kann nicht mehr reden. Regisseur. Genau, die Kunst. Die Kunst. Hängt da noch Kunst hinterher, dann wisst ihr, was ich sagen wollte. Ich habe gerade kurz reden verlernt. Regisseurkunst. Ah, da fehlt das S. Mann. Regisseurskunst. Aha, die wollte er uns ja gerade nochmal mit der Einlage zeigen. Und, oh Mann, war das gerade peinlich. Ich habe gerade so gestruggelt mit diesem Wort. Ich wollte es an Google sagen lassen. Regisseurskunst. Also die Regisseurskunst wollte uns ja nochmal unter Beweis stellen, glaube ich. Ach, gerade einfach reden verlernt, Mann. Ist gut, hat auch ganz gut Dislikes, war auch zu erwarten bei dem Sound, glaube ich. Da sind die Leute immer ein bisschen, einige Leute oft ein bisschen negativ eingestellt. War gut, aber war der erste Song, wo mir gerade die Hook, die ist so wichtig. Die Hook hat mir nicht ganz so gut gefallen. Die war gut, aber wie gesagt, die Wörter, die benutzt wurden, waren von der Ästhetik her nicht so geil. Weil so ein Song, der muss sexy sein, der muss, wisst ihr, was ich meine? So, der muss runtergehen wie Butter, so. Da muss der Honigtopf tropfen. Wisst ihr, was ich meine? Und der Honigtopf, der hat nicht ganz so getropft. Ja, komm, wir gehen weiter. War aber auch ganz solide, aber nicht mein Highlight, glaube ich. Vielleicht nach zwei, drei Mal hören, könnte es ein krasser Song sein und ein bisschen grown und geiler werden, aber bis jetzt, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht so genau, aber wir kommen jetzt zu Dr. Lukas, Frank Weißer Hai. Auf geht's. Warum, sag's mir? Weil sie drei Reihen Zähne haben und damit aus allem was rausbeißen können. Vielleicht? Weil manche von ihnen beim Verfolgen ihrer Beute tausende von Kilometern weit schwimmen. Ach, deswegen. Okay. Beim Verfolgen ihrer Beute tausende von Kilometern weit schwimmen. Schreibt ein Disney von dein Gesicht, es wird schlechter, Hip-Hop im Keimer steckt, sobald meine Fist dein Gesicht mit dem Pfeilchen trifft und dich auf Reisen schickt. Du hast bis nach Amerika in die Favelas, da schick ich die Pflege verblind in den Senegal. Ich bin der General und kleine Kids, wenn denn jetzt weinerlich, du sagst Life's a Bitch, na dann fick dir ich daneben mit der Spritze in dein Venen. Zünd dich endlich an mit dem Flächenbrand, meine Kippe glimmt seit eben. Feier, wenn deine Million weg ist, alles zerfällt doch mein Thron. Brennt dich, bringe das hin in den Tod, endlich und schicke sie immer ne Forensik. Check euren Teich ab, doch sie keinen einzigen Halt. Geil. Oh, Rinsig! Check euren Teich ab, doch sieh keinen einzigen Halt. Außer mir und ich hab meine Rifle dabei. Was für euch als ich verteile, weiter mein Blei. Und was danach für meine Feinde bleibt, ist nur Brei. Ende Gelände. Ich hab versteckt. Ende Gelände. Da muss ich mal ein Like geben, der kommt so geil hier rein, Alter. Bro. Sehr fresh. Für meine Feinde bleibt es nur Brei. Ende Gelände. Ich hab versteckte Talente. Mann, ich bin ständig der Beste. Egal ob Schreiben oder Rappen oder Feind in der Fenster, ich kenn keine Grenze. Ich habe mächtige Hände, mit denen ich jeden Menschen bekämpfe. Bring mir doch Conor McGregor, ich boxe den Penner direkt in die Rente. Okay, übertreib mal nicht deine Lage hier, Bro. Also da zweifle ich dran, dass er Conor McGregor in die Rente prügelt. Also. Menschen bekämpfe. Ja. Bring mir doch Conor McGregor, ich boxe den Penner direkt in die Rente. Was ist? Opfer noch als Adlib. Bro, der Arme wird in die Rente geboxt. Los, hast du Angst? Bring mir doch Conor McGregor, ich boxe den Penner direkt in die Rente. Was ist los, hast du Angst, willst du weg? Ich bring den Tod in dein Kaff und du rennst. Rapper laufen, wenn sie meinen Namen hören, weil sie wissen, ich könnt jeden mit den geilsten Bass zerstören. Stay back. War das gerade die Hook? Wahrscheinlich schon, ne? Die war nice, aber jetzt, der Part war schon fast krasser. Aber der Part, der kam halt so geil rein am Anfang, deswegen ist das Ganze schon stark. Sorry Leute, ist gerade jemand eiskalt ins Zimmer reingestürmt. Das war schon sehr frech. Deswegen bin ich ja nochmal, bin ich irgendwo stehen geblieben gerade? Ich wollte gerade vielleicht was sagen. Wenn ja, habe ich es vielleicht vergessen. Vielleicht werde ich es im Schnitt nochmal einfügen, wenn nicht, dann nicht. Aber wir machen mal weiter. Hier kommt der weiße Hai. Weil sie meinen Job mit Füßen treten. Ach ja, genau, ich wollte gerade sagen, ne, die Hook. Die Hook ist nice, aber ist jetzt nicht so ein krasses Highlight.
was auch daran liegen kann, dass der Einstieg und auch der Part allgemein, sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg, der Part war ein krasses Highlight. Und deswegen finde ich, war die Hook jetzt ein bisschen stumpf, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, das kann man ihm verzeihen. Es muss ja nicht immer die Hook das Highlight sein. Und wenn der Part das Highlight ist, ist auch mal cool. Lass dich keine Chance zum Überleben. Es ist der weiße Hai, der zum Zeitvertreib dein Fleisch zerreißt. Deine Leib verspeist und dich dann zu den anderen Leiche schmeißt. Deutscher Rap interessiert mich nicht, meine feuchten Dreckstoffen. Sie uns unsere Mäuler jetzt in das Beute, die in unseren Bäuchen steckt. Sie schreiben einen Song, bringen ihn raus. Aber wer hat eine Single gekauft? Die Charten in China, dass die Zahlen echt sind, hätten sie selber doch nicht mal geglaubt. Kindische Klaus spielt euch bitte nicht auf. Egal was kommt, man, ich bin hier der Baus. Das kann dann am Leben nicht statt ihre Kille mit der scharfen Art, wie ich klinge jetzt auf. Check wie ich. Boah, das auf! Kam richtig krass. Und auch allgemein. Man muss sagen, in den Parts, auch vorhin schon bei dem ersten Part, habe ich es gut gemerkt, die Reimtechnik ist sehr nice, was die Parts halt noch mehr zum Highlight macht und die Hook deswegen so ein bisschen untergeht. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht schlimm. Die Hook muss ja nicht unbedingt immer das Highlight sein, gerade bei Rap. Bei Rap, bei Pop und sowas schon eher, weil da muss die Hook schon gut reingehen. Aber bei Rap, da kann man auch mal so eine, in Anführungszeichen, mittelmäßige Hook verzeihen. Wie gesagt, Rap ist ja immer noch Rap. Heutzutage ein bisschen schwer und Rap, ich will jetzt nicht der Rap-Prediger werden, aber bei Rap geht es ja nicht nur um Musikalität und gute Hooks, die im Kopf bleiben, sondern auch um Bars. Und hier sind auf jeden Fall Bars am Start. Deswegen, ne, muss man das mit der Hook und so ein bisschen differenzierter sehen und jetzt nicht denken, oh, die Hook war jetzt keine melodische Mega-Hook, die jetzt ultra im Kopf bleibt und ein heftiger Ohrwurm ist. Hier geht es ja auch irgendwo noch um die Bars, ne. Deswegen, das wollte ich nochmal kurz sagen. Dass die Zahlen echt sind, hätten sie selber doch nicht mal geglaubt. Kindische Klaus spielt euch bitte nicht auf. Egal was kommt, man, ich bin hier der Baus. Das kann dann am Leben nicht statt ihre Kehle mit der scharfen Art, wie ich klinge jetzt auf. Check wie ich untertreib, nenne mich nur Nummer 1. Während Check wie ich untertreib, nenne mich nur Nummer 1. Bro. Ich klinge jetzt auf. Check wie ich untertreib, nenne mich nur Nummer 1. Während ich nen Hummer speis, gehen Enemies in Hungerstreik. Ich guck. Während ich nen Hummer speis, gehen Enemies in Hungerstreik. Boah, Bro. Nenne mich nur Nummer 1. Während ich nen Hummer speis, gehen Enemies in Hungerstreik. Ich guck da rein, doch muss dann weinen. Der Kummer bleibt und die Wut kickt. Ich stopp den Beef und stopfe sie in den Mutterleib nach Haus suche. Schwecke für den Penner keine weiße Fahne, weil ich für die ganzen Läufer keine Zeit mehr habe. Aber ob ich sie jetzt kille mit der Sasse, mit der Stimme ist, für mich sie wert, außer gesagt, keine Frage. Komm in die Rezette mit der Locke, deine Gritte, gib mir locker wieder Stich, ich bin der Doc und du Geschichte. Ich zerbombe deine Sippe, wetze Monster, wenn ich spitze, weil ich hoffe, dem ich dissen wie ein Haifisch jage. Was ist? Ziemlich guter Double Time. Wer zum Monster, wenn ich bitte, weil ich opfer die mich dissen wie ein Haifisch jage. Passt natürlich zum weißen Hai. Da also in dem Double Time mal auch noch Zeilen, die gut zum Track passen und zum Gesamt und zum Gesamtkonzept passen. Ne? Krasses Ding. Krasses Ding, krasses Ding. Locker wieder Stich, bin der Doc und du Geschichte. Ich zerbombe deine Sippe, wetze Monster, wenn ich spitze, weil ich opfer die mich dissen wie ein Haifisch jage. Was ist los? Hast du Angst? Willst du weg? Ich bring den Tod in dein Kaff und du rennst. Rapper laufen, wenn sie meinen Namen hören, weil sie wissen, ich könnt jeden mit den geilsten Bars zerstören. Stay back! Ihr werdet keine Blech! Denn hier kommt der weiße Hai. Weil sie meinen Job mit Füßen treten, lass ich keine Chance zum Überleben. Ihr werdet keine Blech! Denn hier kommt der weiße Hai. Dieser Move, denn hier kommt der weiße Hai. Diese Performance am Auge, die ist auch, ey, es passt. Es ist so ein bisschen witzig, weil er Dr. Lukas Frank heißt und dann so Double-Time-mäßig abgeht und da irgendwo und hier irgendwo auf dem Parkplatz oder so chillt und so den hier macht. Also das Video ist irgendwie einfach nur sehr humorvoll gemacht, glaube ich. Und auch nicht allzu, ich glaube, der nimmt sich da auch selbst nicht zu sehr ernst. Aber das ist echt zu wild. Stabil. Das ist auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall somit das Highlight sein. Also, denke ich mal so. Das war schon cool. War schon gut gemacht. Boah, ist das eine Woche, Alter. Was ist das für eine Woche? Alter. Ich weiß nicht, wen ich weiterlassen würde. Die letzte Woche: Regen, Laszlo Morfin. Meine Favorites. Diese Woche: keine Ahnung. Dr. Lukas Frank. Aber auch die anderen waren gut. Es war wirklich jeder gut. Bei Chillis und Lars, Grey Goose hatte ich so ein bisschen in der Hook. Leichte, in Anführungszeichen, Probleme so mit der Wortwahl. Aber war auch gut. Es war wirklich jeder diese Woche meiner Meinung nach echt stark. Letzte Woche hatte ich schon kurz Angst, dass mir keiner gefällt.
am Anfang. Also, dass mich keiner überzeugt. So ein Rapido war ja auch gut, aber er hat mich irgendwie nicht überzeugt. Aber diese Woche, gerade jetzt mit dem Ausstieg, Dr. Lukas Frank, Weißer Hai, ich habe keine Ahnung, wer mein Favorite werden würde. Cavelli Suicide mit der brachialen Hook, die da reinkommt. M-Dog, auch mit nice Bars. Matters Lonely, so ein melodisches Drill-Ding oder so. War auch interessant, war auch cool. Und Chillis und Last auch mit so einem, ja, mit so einem Song, wo der Honigtopf tropfen sollte. Aber er hat nicht genug getropft, der Honigtopf. Deswegen weiß ich nicht ganz, ob die mich komplett überzeugt haben. Aber ja, ey, Bro, ich weiß nicht genau, wen ich nehmen würde. Schreibt mir gerne eure Favorites rein. Ich hab grad keine. Ich glaube, ich muss das nochmal hören. Noch zwei, dreimal die Leute alle hören. Und dann habe ich vielleicht irgendwelche Favorites. Aber jetzt gerade weiß ich nicht, wen ich nehmen würde. Naja, das war's erstmal, Leute. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Und schreibt mir gerne eure Favorites in die Kommentare. Das war's mit dem Video, Leute. Bleibt fein, bleibt stabil, haut rein und ciao.